In diesem Video will ich euch so schnell wie es geht zeigen, wie ihr zur eigenen Homepage kommt. Und zwar möchte ich euch davon abraten, Homepage-Baukasten zu benutzen oder bei WordPress.com zum Beispiel eine eigene Domain zu kaufen. Ich will gar nicht so viel erklären, nur so viel: WordPress ist ein Content-Management-System, ist quasi mittlerweile so ein kleiner Standard neben Joomla und Typo3 geworden. Das wird halt im Webhosting oft verwendet, wird stetig weiterentwickelt und man kann es mit Add-ons nachrüsten. Motiviert zu diesem Video hat mich jetzt die Preisstrategie, die WordPress.com führt. WordPress.com ist im Grunde nur ein Hoster für WordPress, das können aber andere auch, da darf man sich jetzt nicht vom Namen täuschen lassen, die haben mal den Namen in ihrer URL, das ist aber auch schon alles. Und die zocken einen ein bisschen ab, denn die wollen $25 oder Euro im Monat haben, wenn man Plugins installieren möchte auf seinem WordPress-Blog, und das will man auf jeden Fall tun, glaubt mir. Nicht WordPress.com nehmen, kein Homepage-Baukasten benutzen. Nicht, dass ihr denkt, das könnte jetzt alles kompliziert werden, nein, das wird überhaupt nicht kompliziert. Webhosting-Anbieter bieten mittlerweile One-Click-WordPress-Installationen an. Ich habe jetzt hier Hetzner ausgewählt, weil das auch meiner ist und ich damit gute Erfahrungen habe. Das Video wird jetzt auch, ich sag mal in Anführungszeichen, gesponsert. Ich muss jetzt hier den Preis, die 11,80 € nicht bezahlen für dieses Webhosting-Angebot. Das wird mir Hetzner zurückerstatten. Das war es aber auch schon an Sponsoring. Leider haben die kein Affiliate-Programm. Ich werde also auch nichts weiter damit verdienen, jetzt, dass ich Hetzner empfohlen habe. Ich führe euch jetzt durch den Bestellprozess und nachher machen wir eine WordPress-Seite und starten die noch mit einer SSL-Verschlüsselung aus. Hier bin ich jetzt auf der Hetzner-Homepage und oben im Menü seht ihr schon, da gibt es Web and Managed und hier gibt es dann den Punkt Webhosting. Hier wiederum gibt es dann das Paket Level 1 für 1,90 Euro im Monat. Und das ist schon ein knaller Preis, wie ich finde, für die Leistung, die man da bekommt. Bestellen kann man das nicht direkt, man braucht erstmal einen Account. Der wird hier unten angelegt, wenn man auf Jetzt anmelden klickt. Dann werden halt Daten wie Name, Straße und so weiter abgefragt. Gebt hier bitte wahrheitsgemäß eure Daten an. Ihr müsst später noch ein Dokument einschicken, die Daten belegen. Also ein Kopie von einem Ausweis zum Beispiel. Hat man den Account erstellt, wird man erstmal merken, dass man sich gar nicht einloggen kann. Man bekommt stattdessen erstmal eine Mail und wird aufgefordert, quasi, was ich gerade gesagt habe, eine Kopie von einem Ausweisdokument zu schicken. Hat man das getan, bekommt man relativ schnell die Rückmeldung, dass das verifiziert wurde und man kann sich tatsächlich einloggen. Man sieht dann nach dem Einloggen nichts Spannendes, das sieht dann ziemlich leer aus, man muss oben auf neue Bestellung gehen. Hier scrolle ich ein bisschen runter und hier finde ich dann Level 1, hier ist dann mein Webhosting-Paket. Der erste Schritt ist entweder die Domain auszuwählen oder wenn man halt umzieht von einem anderen Hoster, kann man das hier auch angeben. Das schauen wir uns aber nicht an. Wir schauen uns jetzt an, dass wir mit einer neuen Domain kommen. Man sieht dann auch, wenn ich jetzt auf Weiter klicke, dass die jetzt schon belegt ist. Dann hänge ich noch ein 1, 2, 3 hinten dran. Zack, kann ich nehmen. Okay, passt. Der Domaininhaber wird automatisch ausgefüllt, wenn das die Daten sind, mit der man auch bestellt hat. Ansonsten kann man die jetzt noch ändern. Jetzt bekommt man transparent angezeigt, was man insgesamt zahlen muss. Es gibt einen Einrichtungspreis und ja, monatlich 1,90 Euro, allerdings auch monatlich kündbar dafür. Oben wählt man dann die Zahlungsweise aus, Lastschrift, Rechnung, Kreditkarte ist möglich und den Zahlungsrhythmus. Jetzt prüft man nochmal seine Angaben und unten klickt man auf zahlungspflichtig bestellen. Jetzt nicht wundern, das dauert jetzt eine ganze Weile, bis die nächste Seite kommt, die lädt jetzt einige Zeit. Allerdings überspringe ich das jetzt hier, schneide ich raus. Das nächste, was man sieht, ist im Grunde die Bestätigung, dass alles geklappt hat und jetzt bekommt man hier seine Webhosting-Domain angezeigt. Jetzt kommt der nächste Schritt, WordPress installieren. Tja, da war es früher, ich sag mal in Anführungszeichen, kompliziert. Man hat eine Datenbank anlegen müssen, man musste jetzt irgendwie PHP installieren, musste die irgendwie verbinden. Das ist jetzt alles nicht mehr nötig. Obwohl ich das vielleicht könnte, mache ich das nicht einmal, weil das wirklich so einfach geworden ist. Man geht dann einfach bei Hetzner unter Einstellungen auf Extras unten, dort sieht man dann WordPress und dann kann man mit einem Klick das Ganze installieren. Wenn ihr jetzt kein Unterverzeichnis wählen wollt, was ich ja auch nicht tue, sagt man, lässt man das ganze Zeug leer und klickt auf WordPress installieren. Dann bekommt man eine Warnung, dass natürlich alles gelöscht wird, was da drin ist. Und ja, jetzt geht's weiter und dann sieht man, dass er genau das alles macht, Datenbank anlegen und so weiter. Und jetzt kann ich auf WordPress einrichten klicken. Dort gebe ich dann den Titel an, gebe ja eine E-Mail an, an die Mails geschickt werden, wenn es zum Beispiel ein Update oder sowas gibt, Benutzername und Passwort gebe ich an. Lasst euch das am besten einfach generieren und tragt es in euren Passwortmanager ein. Jetzt dauert es ein paar Sekündchen und schon ist WordPress fertig und ich kann hier auf WordPress Logon gehen und logge mich jetzt mit den gerade erstellten Daten ein. Zack, WordPress ist fertig. Ich kann jetzt anfangen, meine Seite zu gestalten. Jetzt habe ich aber im Vorspann noch gesagt, dass ich ja auch ein SSL-Zertifikat mit euch installieren will. Seit DSGVO ist das quasi sowieso verpflichtend. Ihr kommt also da nicht drum herum. Wir gehen also wieder zurück in ins Konsular-Interface und unter Einstellungen SSL-Manager finden wir dann quasi unser Optionsmenü für die Zertifikate. Man soll hier aber auch gut lesen. Da oben steht nämlich ein Hinweis,
dass die Domain ja noch ganz frisch ist und die noch nicht den DNS-Servern bekannt ist. Wir sollten jetzt also ein paar Stündchen warten, bevor wir jetzt hier weitermachen. So, ich habe jetzt kurz gewartet, ich gehe wieder zurück in den SSL-Manager und ich sehe, dass die Meldung da oben weg ist, und wenn die weg ist, könnt ihr quasi weitermachen. Das sind ein paar Stunden, ich habe jetzt über Nacht gewartet, geht aber in der Regel auch schneller. Dann klicken wir da auf neues Zertifikat. Ich bin Fan von Let's Encrypt und nicht von Symantec, deshalb wähle ich jetzt hier einfach Let's Encrypt aus. In dem Menü lassen wir alles so wie es ist und klicken auf Beantragen. Das nächste Menü wird auf jeden Fall zu einem Fehler führen, wenn ich jetzt hier auf Beantragen klicke, ist aber auch egal, spielt keine Rolle, kann ich auf Zurückgehen und navigiere mich dann wieder in den SSL-Manager. Jetzt sehe ich unten in Gelb, dass der Antrag quasi läuft. Bei Let's Encrypt gibt es ein automatisiertes Verfahren, das dann schaut einfach, ob einem auch wirklich die Domain gehört. Das dauert jetzt einen Moment, da habt ihr auch keinen Einfluss drauf, das zu beschleunigen. Auch hier wieder ein, zwei oder ein paar Stündchen länger warten, bis das da unten grün wird. Das habe ich jetzt gemacht, ist automatisiert grün geworden. Alles, was ich jetzt noch machen muss, ist da oben auf Zertifikat installieren gehen, das Zertifikat, das wir gerade erstellt haben, aus der Liste auswählen und hinten auf ja, diesen Refresh-Button drücken, und damit ist dann das Zertifikat installiert. Schön ist natürlich auch noch, wenn ich unten bei HTTPS Weiterleitung noch das Häkchen auf einstelle, dann werden alle Nutzer garantiert auf HTTPS geleitet. Führt aber erstmal dazu, dass meine Seite Murks ist. Deshalb stelle ich das jetzt erstmal wieder zurück, versuche die Seite wieder aufzurufen und kriege jetzt erstmal eine SSL-Warnung. Ist aber auch ganz klar, warum ich die kriege, denn wir haben irgendwie noch diese alte URL da oben drin, sieht man, dass die irgendwie mistig aussieht. Macht aber nichts, wir melden uns da jetzt an, ignorieren die Warnung und schauen aber allgemein in den WordPress-Einstellungen und ändern da unsere Adresse auf unsere richtige Domain ab und speichern das Ganze. Das hättet jetzt ihr nicht gehabt, wenn ihr nicht gleich WordPress installiert hättet, sondern einfach kurz gewartet hättet. Also was heißt kurz, ein paar Stündchen gewartet hättet, bis die Domain geschaltet gewesen wäre. In dem Fall war ich einfach zu schnell. Macht aber nichts, kann ich hier einfach wieder ändern und speichere das Ganze. Und ja, damit bin ich fertig. Kann jetzt die HTTPS-Umleitung wieder einschalten. Damit sieht die Seite jetzt aus, wie sie aussehen soll. Und ich kann anfangen, meine Webseite zu gestalten. Ich hoffe, ich konnte euch in dem Video ein bisschen die Angst nehmen vor einer eigenen Homepage und konnte euch auch dazu motivieren, weder bei WordPress kommen Vertrag abzuschließen, noch irgendein Homepage-Baukasten-System zu benutzen, sondern wirklich einfach ein Standard-Content-Management-System und auch ein Hoster, der halt einfach so eine One-Click-Installation anbietet.